Turm ist fertig. Er gehört, Team. Wahrscheinlich schlechte Neuigkeiten. Ray hat einen Berater engagiert, der uns wieder auf Kurs bringen soll. Nein! Das dachte ich auch. Aber wir haben uns das eingebrockt und jetzt brauchen wir wohl erstmal Geschäftsseminare dazu, wie man es auslöffelt. Lieber sterbe ich. Ich auch. Das geht uns allen so, aber er wurde schon bezahlt. Wir werden lernen und die Woche überleben. Wenn euch das nicht gefällt, füllt eine Umfrage aus. Na bitte! Hier drüben! Danke, Kommandant. Geschafft. Lass uns von hier verschwinden. Das wären zwei. Ah, deshalb waren Rays Ankündigungen gestern so kryptisch und entschuldigend. Wenn sie zurück ist, braucht sie einen Berater. Einen, der gut Wurfsterne aus frechen Roboterköpfen entfernen kann. Das klingt sehr spezifisch. Darum sollten wir uns lieber so schnell wie möglich kümmern. Mach du das mal. Ich muss noch Wurfsterne schärfen. Drei Türme. Gut gemacht. Du hast noch Zeit zum Bauen. Ich dachte, nach der How About Now-Tour mit Steelwool wäre ich mit Beratern durch gewesen. Das hatte ich vergessen. Die Presse nannte sie weinerlich. Und unsere Single, Here's What You Ordered, wurde dreimal verkauft. Wart ihr in der Band nicht zu viert? Und wir alle haben Mütter. Aber wir haben den fünften Verkauf nie geknackt. Ich freue mich gar nicht darauf.
Landeplatz gefunden. Er wurde auf deiner Karte markiert. Jeder Angriff der Sturmkreaturen könnte die Daten beschädigen. Es wäre wohl besser, Verteidigungslinien um den Landeplatz des Ballons zu errichten. Geht hier vor sich. Du siehst gerade mein Team in Aktion. Da war eben sehr viel Stolz in deiner Stimme. Natürlich. War nur nicht sicher, ob das Absicht sein sollte. Möglichkeit, alle Daten zu beschaffen. Wir müssen den Ballon so bald wie möglich abschießen. Pull den Ballon vom Himmel, lade die Daten herunter und dann nichts wie weg. Die Sturmfront ist bald da.
Das war eine reife Leistung. Ich bin Fleischfresser. Bitte versuche dein Team nicht auf eine Weise zu beschreiben, die appetitlich klingt. Sollte ich mir deshalb Sorgen machen? Solange du meinem Gaumen nicht zu viel Freude machst, gibt es kein Problem. Allerdings werden die Hühner diese Woche keinen Spaß haben. Ich werde einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Also schön. Ihre Tage werden ein Gruselkabinett sein. Ihre Nächte rastlos und voller Furcht. Das muss ich wirklich nicht wissen, aber danke. Der Ballon ist gelandet. Verteidige die Daten. Datei erfolgreich abgerufen. Hier in der Sonne gegrillt. Ich bin schon jenseits von goldbraun. Ja, extra knusprig. Dennis, unserem Freund wäre lieber, wenn du nichts so Appetitliches sagst. Wow! Dennis, alles gut? Was ist passiert? Ja, ich bin nur in einen Rosmarinstrauch gefallen. Mist, ich bin auf meinen Glücksknoblauch gefallen. Der ist jetzt überall verteilt. Ich gehe dann besser mal. Noch eine Datei. Sarah ist einer unserer besten Ninjas. Die Umfragen sagen da wohl was anderes. Dein Kampfstil ist sehr beeindruckend. Oh, aber die Ergebnisse. Puff. Los, raus damit. Wie sind die Ergebnisse? Oh, tut mir leid. Darf ich nicht sagen. Ach, das gefällt dir, nicht wahr? Yep, ist der beste Teil des Jobs, keine Frage. Mir ist die Umfrage egal. Ich habe eine Aufgabe und die erledige ich. Das ist alles. Die Daten sehen gut aus. Datei erfolgreich abgerufen. Also, unter uns. Ich bin die Beste hier, ja? Waren dir die Ergebnisse nicht egal? Doch, klar. Warum bist du dann hier? Das ist nur Smalltalk. So? Dann, schönes Wetter haben wir. Klasse. Da wünscht man sich, der Tag hätte mehr Stunden, oder? Aber sowas von. Irgendwelche Pläne? Oh, wegen dir interessiere ich mich für Dinge, die mir egal sind. Die Daten sehen gut aus. Allgemein, wie war ich? Warte, nein. Nein, ich werde das nicht lesen. Ich habe dazu gelernt. Sehr weise. Ganz allgemein. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10?
Okay, aber ist 10 auch das Beste? Darf ich nicht sagen. Da ich mit beiden Enden des Spektrums umgehe, indem ich mein Zimmer verwüste, ist es auch egal. Hey, gib mir meine Ergebnisse und ich gebe dir den Code für den Safe der Heimatbasis. Cool. Deal. Oh, das sollte nur ein Witz sein. Bei mir nicht. Oh. Ich meinte, doch, natürlich. Scherze unter Freunden, wie schön. Ja. Sehen gut aus. Eine Datei. Großartig! Ansehnliche Leistung, Kommandant. Also, gute Arbeit. Mit den Daten, die du sammeln konntest, können wir leichter Überlebende lokalisieren und Schwachstellen im Sturm finden.
Anmarsch, also aufgepasst! Macht, Kommandant. Gut gerettet. Von deiner Sorte. Wieder ein Leben gerettet. Überlebender in Gefahr. So, wie sieht's mit Feedback aus? Ich frag wegen Sarah. Ist mir egal. Ich meine, ich will natürlich gute Arbeit leisten, aber mir ist egal, was alle denken. Als Lenny von Riff Freak Monthly meine Musik... Ich will dich ja nicht auf die Folter spannen, Lars, aber Phoenix ist weg. Sollen wir Dennis warnen? Ja, sollten wir. Dennis, das ist unangenehm, aber lebst du noch? Ist das eine Fangfrage? Nein, überhaupt nicht. Na gut, dann denke ich mal... Ja? Das reicht mir. Und könntest du bitte mal aufhören, dich zu marinieren? Ich meine, das ist der Plan, aber ich verspreche nichts. Na, bei dir sieht das so einfach aus. Sich nicht auf einem Autodach verstecken. Wie oft noch? Das taucht sicher in deinem Feedback auf. Bei Penny. Ich sagte, das wäre mein Name. Oh, du teuflisches Genie! Ich bin ja so schlau, nicht wahr? Leute, seht her, ich bin Penny. Oh nein, nein, bei mir klingt das gut. Das hast du gesagt. Überlebender in Gefahr. Wir brauchen eine größere Basis. Willkommen in der Heimatbasis. Gute Rettung gehabt? Ist das ein Nicken? Nein? Nicht sicher? Na dann, ich bin Penny und ich habe dich heute gerettet. Jawohl, jawohl. Gibst du dich etwa als Penny aus, um kein Feedback zu kriegen? Nur kein schlechtes. Was? Sie ist die einzige Ausgeglichene hier. Sie verkraftet das. Ich hoffe, das war's bald. Ich will nur Monster verkloppen und Trottel retten. Ich will nicht stören, aber wir haben ein Problem. Wie lange hörst du uns schon zu? Lang genug, Püppchen. Das ist nicht das Problem. Unser neuer Freund Phoenix schnüffelt in den Tresoren der Heimatbasis herum. Ich frage mich, was er plant. Was? Der Typ, der Dennis essen will, benimmt sich verdächtig? Er will mich essen? Oh mein Gott! Auf einmal ergibt alles Sinn, was alle gesagt haben. Ich muss sofort den Käse loswerden. Ja, aus mehreren Gründen. Aber danach sollten wir Ruhe bewahren und mitspielen. Ich muss rausfinden, was er vorhat. Na bitte! Mehr Menschen, weniger Leichen. Was will man mehr?